Hallo Jutamis und herzlich willkommen zu Let's Play Civilization 5, Folge 33. Die nächste in der heutigen Aufnahmesession, das ist schon Folge 6. Wahnsinn, ist für den 5., ne, für den 9.4. konzipiert, das ist immer noch der 25.3., 14:10 Uhr. Letzte Tasse Apfeltee, vorne alles. Da muss ich 9 machen für die nächste Aufnahmesession. Puh. Ich glaube, 6 Folgen kann ein Tag reichen. Aber ich bin morgen Sonntag und da will ich auch noch was zu tun haben. So. Viel Spannendes eingefallen in den letzten 2 Minuten nicht, was ich jetzt sagen könnte zum Beginn dieser Folge. Letzte Folge habe ich schon genug gequasselt und genug Krieg und gemacht und tut und ja. Ich würde sagen, jetzt gucken wir uns mal an, was wir in dieser Folge als Abriss für das letzte Mal hatten. Und zwar. Ist ja phänomenal. Klar gegen Marineeinheiten, was sonst? Schiedsnitzer kann jemand angreifen, wen denn? Ach hier. Ja, doof. Mal doof. Ihr habt Fabriken in 3 Städten. Die Gedanken der Historischen Revolution durchdringen eure Gesellschaft. Euer Volk tobt in Erwartung eine Ideologie für eure Zivilisation. Arbeiter, bla bla, was? Wissenschaft, Wissenschaft, Wissenschaftsmus. Zufriedenheit für Monumente. Ordnung klingt gut. Freiheit. Geburtenrate für Linksversteig. 1 Kultur durch jede große Werk. Haben wir noch nicht so viel. Spezialisten konsumieren nur halb so viel Nahrung, schön zu wissen. Chance auf Wahlmanipulationen in Stadtstaaten verdoppelt. Bringt uns gar nichts. Lokale Zufriedenheit durch Münzanstalt, Bank und Börse wird uns was bringen. Wirtschaftsunion, Gold durch alle Handelswege und anderen interessiert mich nicht. Schon gar nicht, wenn sie bloß der Ideologie folgen müssen. Lokale Zufriedenheit durch jedes nationale Wunder. Das ist schon eher schön. Obwohl, es geht nicht über eine gewisse Grenze drüber. Freiwilligenarmee, 6 Einheiten benötigen keinen Unterhalt. Erhaltet sofort 6 Einheiten Fremdenlegion, Infanterie. Lokale Zufriedenheit durch jede Wassermühle, jedes Krankenhaus. Und medizinische Labor. Dazu sind wir noch lange nicht gekommen. Einfluss vom Militär, blablabla. 4 Einfluss zusätzlich pro Runde. Stadtstaaten, in Handel, haben wir eh nicht. Autokratie klingt auch schön. Absoluter Krieg. Militäreinheiten. Naja, ich meine, wir werden eh bis zum Rest jetzt nur noch Krieg führen wahrscheinlich. Angriffsbonus für alle Militäreinheiten in den ersten 50 Runden, bla 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 bla. Auch kein Mensch. Nö, ich nehme die Ordnung. Ordnung klingt gut. So, eine freie Sozialpolitik. Oder Ideologie. Nö, ich bin für Sozialpolitiken. Ich weiß nur nicht. Ach, ich kann es mal gar nicht aussuchen, weil. Dann eben Ideologie. Grundsatz. Welchen wählen wir denn? Also 3, 4, 5, 6. Abbruch. Könnten wir maximal alle hemmen, also suchen wir uns einen aus, der uns passt. Nationale wunderschön. Werkstatt, Fabriken, jede Sonnenkern- und Wasserkraftwerk. Werkstatt und Fabrik haben wir fast überall. Eine Werkstatt haben wir auf jeden Fall überall. Das ist noch schöner. Bringt uns aber auch nicht, weil die machen ja sowieso alle platt, die Feinde. 15% Angriffsbonus beim Kampf in freundlich gesinnten Gebiet. Naja, bringt uns nicht, wir greifen nie an. Goldkosten für den Kauf von Gebäuden um 33% reduziert, bringt uns was. Lokale Zufriedenheit, Monumente. Monumente werden doppelt so schnell. Ja, Monument wird doppelt so schnell gebaut. Sozialistischer Realismus. Ja, ja, was habe ich davon? Die Monumente stehen überall schon. Wenn die Pluszeitzufriedenheit schön, aber guck mal, nächstes Mal. Wolkenkratzer. Nee, erstmal mal Zufriedenheit und dann beim nächsten Mal. Haben wir noch einen? Dann Goldkosten von Gebäuden, ja. Schließen öffentliche Meinung. Aktuell unzufrieden aufgrund von öffentlicher Meinung. Von der Ideologiewahl ihres Anführers hält, ist mir egal. Ihr könnt eure Ideologie nicht ändern, wenn euer Volk zufrieden ist. Ist es doch. So, 22, obwohl wir Krieg führen, das ist doch schön. Die wissen noch, wie es geht. So, Schrein haben wir Wände, dann machen wir. Noch mehr. Nee, ihr macht erstmal irgendwas, was Produktion erhält.
mit anderen. Keine Ahnung, warum noch verlegt. Hier, das bleibt behalten. Oh Gott. Magst du, magst du, magst du? Brandenburger Tor. Wurde hier jemand ausgebildet, der die Fregatten Brandenburger Tor? Brasilia, Militärakademie. Opernhaus benötigt, Universität, Bibliothek, Monument, Kaserne. Mann, Mann, Mann. Du brauchst eigentlich nie wirklich eine Fabrik. Militärakademie. Brauchst du auch nie wirklich. Weil wann sollen wir hier unten bitte Militär mit dir? Nö, mach mal hier. Forschung, hast du was zu tun. So, ihr stellt gerade öffentliche Schulen her. Kuala Lumpur. Öffentliche Schulen. Schulen sind immer gut. Haben wir sagen lassen. So, der Kollege. Wie sieht's bei dir aus? Gefährlich, macht nicht. Macht auch nichts, weil gleich kommt der nächste Freibeuter. Ich will bloß schon mal üben. Große Persönlichkeit geboren, so will ich das sagen. Das ist mir rat, Admiral. Ach, ich habe ihn gerade übernommen. Sehr gut. Ich sollte viel öfter mit Freibeutern kämpfen. Was haben wir denn hier Schönes bewegt? Pikinier, Frachter. Den meinte ich zwar nicht, aber den nehmen wir trotzdem. Tikal oder Palenque? Wo kommst du her? Husan, Silvini. Palenque haben wir schon, dann Tikal bitte. Zwecksproduktion. Tikal, da. Ja, danke schön. Welche Spezial... Hier ist keine, nirgendwo. Hier ist Pikinier. Das ist aber keine Spezialeinheit. Egal. Archäologie. 3. Was hat man denn zur letzten Navigation nicht? So, Offizien, Architektur, Eremitage, Porzellan, Touchmark. Kommt alles noch. Da wird noch eine öffentliche Schule gebaut. So. Freibeuter, na sieh mal einer an. Wen haben wir denn hier? Gegen Städte, gegen Marineeinheiten. Du kriegst schnelle Erfahrungspunkte. Nee, nee, du gehst mal kurz hier hin, damit nichts passiert und so. Ich nehme jetzt mal kurz ein oder mache dich gleich kaputt, ist egal. Sehr schön. Hätten wir auch das Thema geklärt. Wir machen erstmal kaputt, was sich hier vorne bewegt, würde ich sagen. Haben wir genug zu tun. Hier ist noch Hamburg, den kein Mensch sehen möchte. Die noch ein bisschen an der Karte entlang, damit wir sehen, wohin noch was ist, von dem wir wissen sollten. So, viel ist es nämlich bei nicht mehr. Der Freibeuter kann da hier angreifen. Lebt immer noch, kann ihn mitleben. Also für den Moment. Zack, bitte einmal versenken. Dankeschön. Der Musiker ist hier oder ne? Das lassen wir mal.
Kommen aber nirgendwo anders hin. Können wir auch angreifen. Wenn, dann ganz drauf. Fertig. So. Der Freibeuter. Bleibt mal noch einen Moment hier. Der nächste ohne. Snobby Roschewski. Hier kommt also unsere große Persönlichkeit her in Wirklichkeit. Was bist du? Flotte reparieren, ne? Ich kann die auch bewegen, aber das ist so oder so wurscht, weil... Nee, warte mal. Wer ist denn noch ohne Befehle? So viele sind es ja nicht mehr. Pass auf, wir machen das jetzt einfach. Zack. 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 Wir nehmen jetzt einfach drei noch ein. Boom. Unser Freibeuter will jetzt gleich drauf gehen, dann werden wir einen Admiral opfern und dann können wir die nächste Runde starten. Mir völlig egal, wie kostspielig das jetzt ist. Ruf. Jetzt schadet denen auf jeden Fall. So, und unsere restlichen Schiffchen können jetzt auch mal Richtung Angriff gehen. Weil jetzt ist gleich Schluss mit Östlich. Ist noch jemand ohne? Da unten die Einheit ist auch gleich gerettet. Aber das gilt nur für alle, die in der Nähe sind, oder was? Auf diesem und allen angrenzenden Geländefeldern. Bringt uns also gar nichts, du gehst mal nach Salvador. Zack, ja. Wo ist der Lord Nelson? Kollege, du kommst mal kurz runter. Wie weit kannst du vorgehen? Überhaupt nicht. Wenn sie wissen. Hätte ich mir sparen können, aber egal. Der kommt gleich hier runter und gut ist. Noch jemand ohne? Du gehst hier hin. Und du kannst dann schon mal. Hier könnte dich Adelashof nicht treffen und Salamanca, aber ist egal wo. Immer nah genug dran. Mach so und dann Pause. Wer ist noch ohne? Pause. Du hast die Fabrikanlage repariert, das ist schön. Freut mich für dich. Wollt ihr unten auch noch ein bisschen was bauen? Da, alles dicht, nee. Oben vielleicht? Nein, auch nicht wirklich. Hier würde nur 1000 Jahre nichts mehr kommen. Gucken wir mal. Kicken wir mal jetzt. Irgendein Boot kann drauf gehen, was soll's, wir haben Glück. Sag nichts, das ist unser Freibeuter da. Nein? Oh, was ist denn hier los? Ja, mach eine Weile. Faszinierend. Mich gerade demonstriert oder wie war das? Seid ihr so ein bisschen größer? Hier ist eine Kanone. Also nur für den Fall, dass es nicht aufgefallen ist. Was nicht viel bringt, weil wird gleich böse wehtun. Nee, ich werde erstmal da hingehen. Gegen Marina, dann haben wir schon. Städte. Der nächste. Hast du schon? Gegen Städte. Interessiert mich. Interessiert mich alles nicht. Du hingegen fahrst mal kurz dahin und Ruhe ist. Lebt das Ding immer noch, unglaublich. Produktion. Beendet Zirkus, ja, dann macht was Schönes. Zum Beispiel ein Kolosseum.
Das ist immer gut für die Zufriedenheit. Genf. Wir machen Seehafen. Freuen wir uns alle. Mine fertig, alles fertig. Hast nicht mehr wirklich was zu tun. Eine Runde bist du froh, dann gehst du mal fix darüber. Und nächste Runde ist die Grenzerweiterung, dann kannst du in aller Ruhe den Stein besetzen. Sehr schön. So. Das ist ein bisschen ungünstig. Dann werde ich unseren Kollegen Lord Nelson vielleicht doch da hochschicken müssen. Hätte ich ihn gar nicht runter, weil von hier kommt ja noch einer. Und du, Kollege, sag Gesicht, kommst mal kurz hier hoch. So. Hamburg erledigen. Dankeschön. So, wen nehmen wir zuerst für ein? Lugo. Lugo klingt nach einem lohnenswerten Ziel. Klar ist, dass wir die alle einnehmen. Frieden gibt's ja nie. Wer nicht um Gnade bittet, kriegt auch keine Ruhe. So, du möchtest auch noch ein Stück näher ran? Können wir machen. Wir können es uns ja leisten. Dankeschön. Du sollst nicht quatschen, sondern angreifen. Hat sich das nächste Runde auch erledigt. Jetzt diese Runde schon erledigen können, aber man muss es ja nicht übertreiben. Weil, gucken wir mal. Eins. Was? Wieso nicht? Hügel, na klar, was sonst? Zwei weg. Merke ich mir alles. So. Galeosen kann eh nicht viel passieren. Drauf. Das jetzt? Dankeschön. Ach, ist das schön, so eine kleine maritime Flotte. Und das ist nicht schön. Möchte ich immer wieder betonen, damit es keiner vergisst. Das ist eine Nichtschwimmerflotte quasi. So, wie viel mehr brauche ich unten eigentlich? Wahrscheinlich nicht. Drauf. Nächste Runde plündern oder so. Ist auch was zu tun. So, ihr habt auch noch ein bisschen freie Fahrt. Geht schon mal einen Schritt näher. Und dich schicke ich jetzt mal. Gibt es irgendwo eine Straße? Sieht die so aus? Doch, hier. Hier ist Straße. Und dann in die Richtung. So, wer ist noch ohne? Geht doch mal kurz einen Schritt in die Richtung. Tun. Nichts tun. Nichts tun. Wir warten, bis der Herr Nelson da ist. Und das sollte auf jeden Fall die angrenzende Felder sein. Was wollt ihr? Verängstigt? Wieso? Ach so, das war nicht beabsichtigt. Wir müssen das mal anders machen. Du musst mal hier hin. Du musst mal kurz hier hin. Du gehst mal kurz hier hin. Du gehst hier hin. Dann Freiburg und machen Schritt näher. Und Lord Nelson. Petra. Du kannst hier bleiben, wo du bist. Wer ist noch ohne? Ah ja, Bereitschaft. So, Karawane. Ich rate mal. Kabul, Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, was soll es sonst sein? Ja, ganz sicher. 5 und 4, sehr schön. So, ihr dürft jetzt auch noch. Die da. Ist einfacher. Da müssen die Lancierer sich nachher nicht rumprügeln. Sehr schön. Geht, läuft doch, sozusagen. Musketier bleibt, wo er ist. Verschanzen, Dankeschön. Weiter geht's. Hier ist keine größere Einheit mehr, die wir fürchten müssten, also doof. Das ist eh bald mein Gelände, da können wir dann das Ding hier hinstellen. So. Ja, das war alle faszinierend so.
Ja, immer noch. Immer noch. Ich sage euch das schon, wenn ihr was anderes machen sollt. Nächste Runde. Ich weiß, das Geländeraster stört ein bisschen, aber im Krieg ist es doch wesentlich praktischer. Aua, mein Krieg. Ist sogar untergegangen. Naja, gut. Das tut auch weh. Macht aber nichts, weil ich bringe dich dann einfach in Rettung. Wenn du überlebst. Ja, hast du. Sehr schön. Gibt immer noch Bomben. Der Feind wurde bei Belo Horizonte gesichtet. Na, wenn ihr das sagt. So, Lord Nelson, komm noch mal hier rüber. Wir haben noch mehr zu tun. Erstmal du. Truff. Dann würde Lugo erstmal diese hübsche Stadt hier einnehmen. Kostspielig ist ja immer was relatives. So. Ist mir egal. Ich habe 24 Zufriedenheit. Gucken wir mal. 15. Gerichtsgebäude, bitte. Du kannst von da aus nichts mehr machen, ne? Dann schicke ich dich mal schon mal nach da oben. Dich sowieso. Nicht ganz nah ran. Lord Nelson schicke ich hinterher. Den hätten wir nie darunter schicken müssen. Das alles hier unten gehört jetzt uns. Schön, 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 schön. Gibt es hier Trüffel? Ja, was wir so alles auf einmal haben. Ich will immer noch keine Fabrik in Busan. Das lohnt sich nicht. Ja, mach halt die Waffen kaputt. So. Ruhe. Ist auch nichts mehr zu tun. Ticker, Palenque, alle. Komm, da unten irgendwo. Das gehört jetzt uns. Gehört uns. Silberhammer. Geh halt dahin. So. Kannst abrasen. Nächste ohne bitte. Steinbruch, Dankeschön. Ja, schon sehen. Ah ja, da war ja noch was. Erstmal die kriegerischen Einheiten. Die Nerven. Ich könnte auf die Idee kommen, mich anzugreifen. Und da bin ich immer so ein bisschen allergisch gegen. Nicht nur, weil es weh tut. Wenn man ein Schwert im Rücken kriegt. So, mein lieber Freund, du musst jetzt mal in Sicherheit gehen. Die Sicherheit, die bei uns von Vorteil ist. Dankeschön. Da trifft dich keiner und du kannst dich aufheilen. Sehr schön. Drauf. Großer General. Kann ich dich einnehmen? Wäre praktisch. Oder muss ich dich vorher töten? Egal. Drauf. Ich glaube, die Stadt ist eingenommen, bevor wir es an. Du da den hinten und im nächsten Zug geht's weiter. Weil der soll immer noch dahin. In der nächsten Runde. So, das hier bin ich. Wo ist Lord Dingsdabums da? Noch nicht. Nichts. 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 Vollkommen überflüssig das Ganze, aber egal. Nichts. Hier ist eine Frikante. Sehr schön. Mach du mal das da. Kuna Matata. So, du hast eh nichts anderes, also machst jetzt einen Vierer. Da hat ein Musiker angegriffen. Ja, was steht der da auch um, der Alkindi? Ach, was ist? Das muss mich ja nicht interessieren. Drauf. Aber es gibt ihn immer noch. Ich bin mal eindruckt. Nächste Runde. So schnell kann man das Hunnenreich vernichten, vor dem wir noch vor ein paar Runden Angst hatten. Indem man in aller Ruhe über Themen redet, das Militär ausbaut. Seht ihr, wie friedlich man über Krieg reden kann? Oder über Dinge, die vom Krieg ablenken? Wenn das die Amis gewusst hätten. Achso, ja doch. Hollywood. Aber ist Hollywood nicht mal allzu friedlich? Friedlich.
Wen wollt ihr jetzt angreifen? Das, den. Sucht euch doch mal aus, ja. Die Karte wird zusehends grün. Ich glaube, zum Schluss haben wir dann Atomraketen. Um die letzte Insel einzunehmen, die dann wahrscheinlich Isabella gehört. Oh, tolle. Hatte ganz viele Leute. Ist das nicht schön? Freue mich fast zu Tode, hä? Marine halten, komm, Land anhalten. Jetzt kommt es ja nicht mehr drauf an. Ruf. Das war wahrscheinlich der falsche, oder? Du kommst noch nicht so weit. Scheiß Hügel. Du auch nicht, ne? Gut gesichert, die Stadt. Gut gesichert. Wenn wir uns ein andermal drum kümmern. So, Lord Nelson, komm kurz her. Jetzt repariere die Flotte. Dankeschön. Nö. Auf. Und drauf. So, wen haben wir denn hier? Gucken wir mal. Nummer Uno. Ich meine, wenn ihr spielen wollt, können wir spielen. Habe ich kein Problem. Bewegen schon mal den nächsten hin. Solange, so schnell können wir gar nicht angreifen, wie wir die Flotten nachschieben können. Um dieses eine sinnlose Schiff zu vernichten. Weiter geht's. Der nächste, bitte. Der auch noch? Ja? Gut. Nett. Wir haben zwei dicke. Hier ist noch einer. Der ist ne. So, dann würde ich sagen. Drauf. Ganz viele sterben, ist mir scheißegal, weil wir überleben. Nehmen die Stadt ein. 134 Gold, 0 Kultur und 1 durch die Eroberung der Stadt Salamanca. So, ja, natürlich annektieren, was sonst. Und Sonnen. Rechtsgebäude. Wo wir gerade dabei sind. Dürfen wir das hier schon kaufen? Warum nicht? Durch die zusätzliche Blabla. Mhm. Hier ist die Unzufriedenheit weg, hier ist er weg. Gerichtsgebäude, aber das können wir jetzt. Zack. Funktionieren. Werkstatt. Dankeschön. So, und schon ist die Zufriedenheit bei vielen wesentlich besser aufgehoben. Rio. Nur eins. Anzahl Opernhaus benötigt noch 11. Schön. Universität noch 6. Tempel noch so und so viel. Militärakademie. Ja, machst halt das. Hast auch was zu tun. Curitiba könnte gebrauchen. Von allem etwas. Zeig mal her. Noch Universität, wegen Forschung und Weltwunder und so. Marktstellungen habt, du brauchst alles, oder? Hafen brauchst als allererstes, wächst Verbindung zur Hauptstadt. Da können wir dein Wachstum nämlich beschleunigen. Palenque braucht ein Observatorium. Muss an einem Berg gelegen sein. Ja, aber hallo. Da kannst du an deinem Grund des Berges noch irgendein besonderes? Nee, kannst du nicht. Koloss von Rhodos oder so. Den gibt es bestimmt schon ohne Koloss. So. Nein, nein, nein. Wild ohne Dings da oben. Stein, Steinbruch. Wild, Jagdlage, dann. Wo geht's hier dann weiter? In einer Runde gibt es hier eine leere Tundra. Interessiert mich nicht. Scharfe Tundra Hügel. Hier ist noch nichts, hier ist noch nichts. Also mal rein nach. Kein Grund zu eilen. 8 Runden bis irgendwas. Ja, dann warte halt hier. Und tu nichts. Nächste 8 Runden. Bautrupp brasilianisch, Sägewerk, bla bla bla. Dich brauchte ich ja auch nicht. Hier sowieso nicht. Drüben vielleicht. Ist dann hier was zu bauen? Auch nicht wirklich. Mann. Alles schon aufgebaut, ja. Die Welt ist zu fortschrittlich geworden für meinen Geschmack. Hier kann man nichts mehr expandieren. Nichts mehr expandieren. Nirgends.
eigenen Sanatorium bringt 17 Gold. Mama. Was soll's? Ich habe genug von der Sorte. So. Dich jetzt nicht. Du gehst hier hin. Halt dich da. Was ist zu dünn? Mann, haben wir eine Fortbewegungsquote. Adela, hast du noch irgendwo anders Städte, in die ich mich kümmern muss? Nein? Wollen wir Zürich einnehmen, weil die haben Kohle. Die haben wirklich Kohle. Ich will Kohle. Gleichgültig. So, mit wem führen wir eigentlich als nächstes? Kriegst du nur so an der Reihe? Korea sind wir bald los. Attila sowieso und Pakal E. Ja, Wata und Harun und Isabella. Darius. Ich glaube, Isabella habe ich mir einen Schluss auf. Persische Reich ist hier drüben. Wollen wir da Krieg führen jetzt hier? Nee. Wer bist du? Das ist doof. Mit euch möchte ich noch keinen Krieg. Hier gibt's Gold. Das ist natürlich ein anderes. Eine ganz andere Angelegenheit auf einmal. Mit dem könnte ich Krieg führen. Aber die führen sowieso schon miteinander Krieg, oder? Weltpolitik. Interessiert mich nie. Attila interessiert mich nie. Isabella, Krieg mit Persien. Krieg mit Spanien. Also könnten wir jetzt hier Avatar, Freunde Korea, Freunde Maya-Land, Freunde Persien. Das sehen wir nie, weil Persien im Krieg ist und Maya und Korea. Also die Araber oder die Irokesen, den machen wir zuerst alle. Industriezeit, dann ist diese Tradition. Der hat reihenweise Dings da, die ich haben will. Wo sind denn meine Freunde, die Araber? Zeig mal her. Ja, also ein paar Einheiten rüberschicken könnte ich schon noch mal. Über den Ozean. Müssen wir sowieso irgendwann. Nur wohin weiß ich noch nicht. Wie geht's denn hin? Du sollst dich heilen. Du hast auch nichts zu tun. Ja, das ist schlimm. 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 Wirklich schlimm. Ich habe aber für dich absolut nichts zu tun, also auflösen. Zum Kohle. Und du hast hier einen Handelsposten. Zur Mine gibt's ja. Und ich habe auch für dich nichts zu tun, tut mir leid. Also musst auch du das Zeitliche segnen. Deine Knochen verkaufe ich, bringe ein bisschen Kohle. So. Salamanca. Du machst gar nichts, außer dich zu verschanzen. Du stehst schon auf Heilen, du sowieso. Apropos, wollte ich dafür nicht eine militärische Einheit? Habe ich keine mehr übrig. Gut, Lancier, du kommst mal hier hin. Dankeschön. Brauchen wir es nicht. Was macht der große General hier? Kümmern wir uns später drum. Hier gibt es nur noch ein paar zu viele von der Route. Ich hebe auch für den nächsten Krieg. Gegen die hier. Quasi. Super, ich weiß noch gar nicht wo. Egal. So. Denn alle Freibeuter brauchen wir hier auch nicht, also wirst auch du hier rüber geschickt. Irgendwo da so. Wir können eine Stadt bauen. Spaß immer Freude. Fregatte brasilianisch brauchen wir jetzt auch nicht mehr hier. Würde sich mal kurz aufheilen und sich später wieder melden. Du hast das gebaut. Was gibt's jetzt noch? In 9 Runden brauchen wir dich nicht mehr für. Zack, so in Ruhe. Geh doch mal da hoch. Offene Grenzen ist nie. Wir müssen ja nicht jeden Bauarbeiter sofort opfern. So, du hast das auch gemacht. Auf Wiedersehen. Mann, was wir auf einmal für Geld sparen. Den Kanonier brauchen wir ja auch nicht mehr. Jedenfalls nicht hier. Kanone, Feuer. Kann. Hier.
Du kommst noch ein Stück näher. Du tust diese Runde nichts mehr. Und spanischer Frachter an der Silbene. Du kommst doch irgendwo in die Richtung. Weiter jetzt. So, war die Folge schon in der Überlänge, nehme ich an. Macht nichts, Archäologie gibt es bald und so. Klicken wir auf nächste Runde, gucken, was passiert. Weil Attila existiert eh gleich nicht mehr. Das ist mehr so ein kleines spielerisches Geplänkel hier. Wir werden die Schiffe jetzt hier rumsetzen müssen. Weil von hier aus können wir da nicht mehr angreifen. Mailand und Perlen sind Freunde. Mhm. Ihr wechselt auch wöchentlich eure Meinung, oder? Deutsche Dienstag, was schön. Freut mich. Weg da. Das sehen wir nicht. So, wo ist auf unserem Gebiet wer? Was Gesicht im Moment? Kann ich dich angreifen, wenn du was? Kann ich nicht. Die scheiß Hügel. Okay, es sieht wie folgt aus. Ich muss die ganzen Boote mal wegschicken. Das war die Kategorie. 1. 2. 3. Wie viel könntest du noch laufen? Eins, nicht so viel. Und greif an, weil wenn wir eins weniger haben, wurscht. Ich will mit dem gerne Position wechseln. Geht nicht, okay. Du bist auch fertig mit deiner Arbeit. Geh mal hier rüber. Zack. Tikal-Produktion. Stallungen. Gucken wir mal. Schein immer schnell. Viehweide, bla bla bla, alles haben wir. Mehr Produktion ist immer gut. Der wird schon wissen, was er macht. So, Seoul. Nein, Hafen. Stadtverbindung zur Hauptstadt. Aber hier unten der Hafen ist, ne? Unterhalt 2, Zufriedenheit plus 1. Ach, die Stadtmauern, hast du was zu tun. Recife. Monument, Schein, habt ihr alle mehr als genug zu tun. Und Weideland, der nächste. Wie lange dauert es hier noch? 7 Runden. Ausruhen. Bis ich was anderes sage. So. Da ich mit euch nicht angreifen kann. Zack. Hab keine Angst. Ich komme in Frieden. Wirklich. Also quasi. So was ähnliches. Drauf. Es kann. Bauarbeiter interessieren mich nicht. Die stehen mir im Weg rum. Hier hat ein Frachter. Sehr schön. Und was gehen? Wo kommst du her? Warum? Was halt wieso? Voriger Weg war. Curitiba interessiert mich jetzt nicht unbedingt. Also Chichen Itza ist immer gut. Zunächst Produktion. Also den religiösen Druck. Salamanca bringt mir noch nichts. Also machen wir es mit Schiedschnitzer. Ja. Weiter geht's. Kannst jetzt eh nichts tun. Und du stehst dir vollkommen sinnlos rum. Also. Nein. Dann bewegen wir unsere Flotte. Warum gehe ich eigentlich da lang, wenn ich genauso gut hier durch könnte? Oh ja, die Schiffe verteilen wir dann einfach. Wir erobern die Städte der Reihe nach, würde ich sagen. Aber eins nach dem anderen. Wer ist jetzt noch ohne Befehle? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht alles. Du da. Bautrupp. Warum stehst du hier nirgendwo? Macht keinen Sinn.
Geh weiter. Keine Fortbewegungspunkte mehr, kann ich mit leben. Da haben wir noch eine große Produktionsstätte. Ah, drücken wir noch einmal auf nächste Runde. Ach, ist der nicht süß. Und Krieg gegen Isabella und Harun und überhaupt gegen alle. Vorschlagen? Nein, nein. Dann wiedersehen. La 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 la. Schiff versenkt. Macht nichts. Kommt das nächste. Gibt noch jede Menge, wo das herkommt. Na, wen haben wir denn hier? Jetzt kommt dann ein General, was? Ist ja schon, das hat über Überlänge die Folge wieder. Macht gar nichts. Denn meine Stimme klingt schon wieder so erschöpft. Ach, Pfefferminz, fällt mir jetzt erst auf. Noch 2,5 Blättchen übrig. Und ein Teil. Du baust mir eine Fabrik. Und aus 3 wird 1, nehme ich an. Oder auch nicht. Assalamu alaikum. Hör mir auszuspielen, Jan. Kalla. Okay, bis der nächste. Ist nicht so, als ob das schon geplant gewesen wäre oder so, aber wenn die mich ausspionieren, ne, kann ich ja nichts dafür. So, dann machen wir jetzt noch den Zug. Ein Zug geht noch. Ihr wisst ja, wie das ist. Das ist halt Zivilisation, soll man da sagen. So ist dieses verfluchte Spiel eben. Produktion hin. Busan, fertig mit Waffenkammer. Ja, dann mach. Ja, hast du auch noch was zu tun. Im Notfall können wir also jederzeit überall Soldaten erzeugen. Sao Paulo braucht keine Dingsda-Bums da. Machst du das? Hast du auch was zu tun? Du kannst eine Fabrik. Warum hast du eine Fabrik? Achso, weil es von hier aus dann nach. Könnte sich fast lohnen bei euch. Ich habe noch eins Kohle. Machen wir. Kohle und Bau eine Kaserne. Gab es auch noch irgendeine Weltwunder, die wir machen können. So, ein Frachter. Wohin? Wohin warst du zuletzt? Yan Yu interessiert mich jetzt nicht mehr. Da oben. Also Schiedschnitz haben wir. Palenque erstmal ganz günstig. Haben wir aber auch schon ausgewählt. Salamanca. Lugo ist schon soweit. Machen wir Lugo. Was 10 wird? 5. Sehr gut. Brauchen wir dann nicht das Gerichtsgebäude kaufen. Und jetzt haben wir einen Haufen Schiffe, mit denen wir nichts anfangen können. Puh. Oh, ich kann die Karte schieben. Gut. Ne, das machen wir in der nächsten Folge. Ich brauche eine Pause, kurz was trinken. Ich habe nur noch 2 Pfefferminzplättchen für die nächste Folge. Aber dann muss Attilas Hof gefallen sein dann. Bis dahin.